Weißt du, wie dumm das aussieht gerade? Ja, ja, hab ich. Hase! Au! Schau, wer springt, schau, wer springt! Schau, da kommt noch einer, da kommt noch einer! Treibjagd! Das Ritter wie ein Bekloppter da vorne. Nee, was hab ich? Der ist mir rangegangen. Aua! Scheiße, der geht mich voll an! Scheiße! Bambi, was ist mit dir? Ich hab deine Mutter nicht getötet, das war Kraut! Was sind das für Viecher? Warte, ist er wieder! Schaut, die laufen beide noch rum! Jetzt liegt einer. Der zweite. Nee, jetzt ist hier wieder aufgestanden. Oh Gott, es kommt zu mir. Heidi. Ho, meine Amigos. Und herzlich willkommen zu The Hunter Call of the Wild. Und heute mit dem Cloud. Hallo. Hallo. Ja. Jo. Wir sind jetzt mal zusammen auf der Jagd, wie ihr es euch auch gewünscht habt. Wir haben ja schon das erste Vieh erlegt und hier gerade nochmal einen Hasen. Ne? Das bringt aber. Das ist mir jetzt aufgefallen, das bringt gar keine Punkte. Hasi. Irgendwas stimmt mit Hasi nicht. Hast du zwei Luftballons dabei? Ja, gestern hatte ich noch ein bisschen weitergemacht, hat mir ja noch einen Bogen geholt, kein Geld für Pfeile leider gehabt und eine zweite Knarre, aber die zweite Knarre ist nur für Kleinviehzeug, ist voll kacke. Wir haben auch vorhin schon mal, wir haben uns einfach mal so auch gedacht, ne? Wenn die Waffen nicht so eine Durchschlagskraft haben, also die Anfangswaffe und sowas alles, weil bei Großwild ist das immer ein bisschen kacke, da haben wir uns einmal gedacht, okay, dann machen wir es zu zweit und schießen Doublette drauf. Läuft. Hat er vorhin gut funktioniert. Also ja. Sari hat da sein erstes Reh geschossen. War ganz cool. Ja, nee, das zweite. Das zweite. Bei mir vorhin, das war Schuss und er ist gelegen. Der ist kein Meter mehr gerannt. Es war direkt in die Wirbelsäule. Ja, gut. Gut, wir wollen jetzt erstmal zum Haus wursteln und dann fahren wir mal woanders hin, oder? Mach mal, dann wird's wieder laut. hier sind auch eine Menge Spuren, ne? Ja, die sind anscheinend vor kurzem erstmal hier durchgelaufen. Hoho. Hm. Jetzt, im Haus guckt das Vieh aus dem Fenster. Ach ja, und gegenseitig abschießen geht nicht. Ja, das haben wir probiert. Das funktioniert leider nicht. Ja gut, es ist ja auch kein Shooter, das ist ja ne, eine Simulation, eine Jagdsimulation. Aber ja. Ich hätte anfangs nie gedacht, dass das Spiel dann doch so gut ankommt, ne? Ja, auf einmal kommt die Musik, ne? Naja, das ist immer, wenn du zu dem Haus gehst. Hast du mich jetzt gefetzt? Warum habe ich denn eigentlich, hast du die Taschenlampe an? Du hast die Taschenlampe an, genau. Jetzt nicht mehr. So, ich habe da eben ein Fragezeichen drauf gehabt, habe ich irgendwas freigeschaltet? Nur das Gewehr habe ich mir geholt. 7mm Empress Magnum. 36.000 kostet die. Alter, da kannst du. Gott. Pfeile. Ich kann mir jetzt Pfeile leisten. Jui. Ich weiß nicht. Jui. Ja, für Hasen und so ist das ja ganz geil, oder? Ja, keine Ahnung. Aber ich glaube, jetzt für Großvieh, da macht das keinen Sinn. Stimmt, ich wollte gucken nach Lockstoffen. Ich habe einen Quad, da bin ich schon zufrieden, wa? Gibt's auch noch andere Kleidung? Mir aufgefallen. Oh, Alter. Warten. Mach mal hin, ne? Ja, ich will mir so einen Unterstand holen. Der kostet, ah, scheiße, 8.000. Haha. Du kannst ja aber auch ein Zelt kaufen, ne? Ja, ja, hab ich... Hase! Au! Scheiß Tafel! Scheiß Lenkung! Jetzt ist er weg, ne? Ach, Kacke. Ja, wie gesagt, also... Oh Gott! Alter! Also, wenn wir zu zweit so spielen, da könnt ihr euch schon denken, dass das hier total neben der Spur war. Ich muss erstmal was markieren. Das ist also jetzt, ja, die Anti-Simulation sozusagen. Man hört aber auf, hier die Karre kaputt zu fahren. So. Ich bin nur aus rum. Ist natürlich, go, go, go. Ich habe jetzt diesmal draus gelernt, wenn wir ATV fahren, drehe ich nur das ATV, die Sound ein bisschen runter, dann geht das schon. Bei mir läuft voll. Schmeiß ja keine Banane, ne? Ist doch schön, die einen auf Mario Kart machen.
So. Das Beste ist, Cloud bleibt einfach gerne stehen, ne? Wenn er was sieht. Oh, schau mal, bumm. Siehst du? Ich wollte ja noch mal ganz kurz testen, ob du auffährst. Nee, ich halte jetzt Abstand und fahre links vorbei. Okay. Oder rechts. Lass die Vögel. So, gestern hatte ich mir einmal komplett die Karre zerschossen, weil mir eine Wildschweinherde über die Straße gelaufen ist, aber voll reingebrettert. Also ich bin natürlich der realistische Jäger, ne? Der fährt mit dem Quad in die Tiere rein. Jedes Mal, wenn ich hier lang fahre, setzt der Ton kurz aus vom Spiel. Nee, bei mir geht's voll durch, aber ich habe jetzt ein bisschen ruhiger geschaltet. Das ist ja ekelhaft. Bist du noch hinter mir? Ja, klar. Gott, mal kurz gucken. Da ist, glaube ich, ein See oder so. Ja. Oh, da unten ist irgendwas. Jetzt schon wieder Spuren. Boah! Quad immer anhalten, bevor man absteigt. Übrigens, Multiplayer haben wir, testen wir jetzt das erste Mal und bis jetzt läuft alles super. Mal Ortskarte hinzugefügt. Hier ist anscheinend so ein Ruhrgebiet von dem Viehzeug. Ja, da unten ist eine Wasserstelle, wo sie trinken. Hm. Unten weiter links. Da war, ich bin halt den Berg schon runtergefallen da oben. Ich war tot. Das habe ich, wie gesagt, das habe ich halt noch nicht geschafft. Also gestorben bin ich hier noch nicht. Aber wenn Sari sagt, das geht. Das geht. Spring mal runter da. Ich will da jetzt nicht runterspringen. Mal ganz kurz. Ich wollte mir eigentlich auch Schlockstoffe kaufen, aber die sind mir eindeutig zu teuer. Ach komm, wir fahren weiter erstmal. Wenn wir hier mit Quad jetzt lang gedonnert sind, dann wird hier kein Vieh mehr sein. Zumindest ja, ich würde nicht. Ist das deins oder meins? Ist egal. Ja. Fahr erstmal weiter. Denn es gibt noch ein paar Orte, die wir ja sozusagen noch nicht erforscht haben. Wir schauen uns auch bald mal den amerikanischen Bereich an. Ich glaube, wie hieß die Map? Wisst du das? Nee. Auf jeden Fall gibt es da noch was, amerikanischen Bereich mit Bären und alles drum und dran. Insgesamt soll es ja über 100 Tiere hier geben. Okay, da brauchen wir aber andere Munition. Ja, da kannst du nicht mit dem Luftgewehr drauf schießen. Nee, das wird schwierig. Alter, was war denn hier los? Mal ganz kurz. Vorsicht, Wildwechsel, ne? Ja, das lohnt sich. Na, ich guck mal ganz kurz, wie alt die Spuren sind. 21.00 Uhr, das ist schon, wie spät haben wir es jetzt hier? 7.52 Uhr, das war... Ich sehe gerade es noch nicht. Oh. Da, ne, die sind hier schon vor Ewigkeiten durchgezogen. Das macht nix Sinn, aber wir haben ja nur noch 3 Kilometer. Juhu. Dann sind wir an dem Ort, den ich noch nicht gesehen habe. So, over the bridge. Alter, aufgesetzt hier die Karre. Au. Aber eigentlich, schöne Umgebung hier, ne? Kommt einem vor, als wenn du hier irgendwie im wilden Bayern bist. Ja, aber mir, ab und zu denke ich mir, ich bin hinterm Haus im Wald. Sieht echt gleich aus. Haben sie wirklich gut gemacht. Ohne Scheiß. Aber warum geht die Karre nur 50? Was soll der Scheiß? Ist das ein Moped oder was? Ja, ist bergauf und du hast hier wahrscheinlich nur, weil ich sehe es gar nicht, vielleicht 2 Takte oder so? Ja, weiß nicht, das ist schon bleh. So. Könnte man schon ein bisschen frisieren, ne? Übrigens, da die Frage ziemlich oft aufgekommen ist, ihr könnt jetzt mal beim Sari vorbeigucken. Der spielt auf der normalen PlayStation. Da könnt ihr ungefähr die Grafik mal vergleichen. Weil ja viel nachgefragt wird, ob das nur daran liegt, dass es so gut aussieht, weil ich auf der Pro spiele. Sari nimmt auf der normalen auf und da könnt ihr mal den Vergleich anschauen. Genau. Und das Spiel kostet, also ich habe heute dafür bezahlt, 33 Euro als Disc. Als Disc. Download ist teurer, oder? Weiß ich nicht. Aber gut, bei Müller ist derzeit auch gestern und heute so eine Aktion gewesen, -20%. Deshalb habe ich mich eingedeckt mit Alex und ja, alles Mögliche. Alex? Ja. Alex. 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 Ist ja das Gleiche. Bloß mal ein bisschen amerikanischer drauf gesprochen. Ne? Wir machen Alex. So, ab hier können wir mal zu Fuß gehen.
Okay. Ist zwar noch 2 Kilometer, Alter. Ey, die Kiste hält auch nicht an, wenn du hinten drauf fährst, ne? Na eben. Aber wir müssen, ja, es ist zwar noch fast 2 Kilometer hin. Alter. Aber vielleicht treffen wir unterwegs was. Wie gesagt, ich versuche dann die Tage noch irgendwie mal Lockstoff ranzukommen. Damit wir das auch mal testen können. So. Jetzt trampeln wir hier natürlich durch. Bist du gerade gesprungen? Ja. Man versucht hier immer ein bisschen leise zu sein, da hast du so ein Trampel da hinten. Ne? Ich wollte schauen, ob ich ja stehe. Das war irgendwie so langsam. Warum steht dein Name links neben deinem Charakter? Weiß ich nicht. Warte, das ist ein Reh. Ich habe ein Reh gefunden. Wo? Genau von mir gerade. Ach ja. Willst du den ersten Schuss machen? Ja. Rüst die Waffe aus. Was kommt denn mit dem Lockscheiß? Du brauchst bloß hochdrücken im Steuerkreuz, da kannst du nach links und rechts auswählen. Warte. Er geht hinterm Baum. Warte mal kurz. Ah, da zittert so arg. Und. Nee, verfehlt. Komm, Bolz drauf. Nee, zu spät. Scheiße. Der zittert so einen auf, ne? Da kannst du ruhig Atem anhalten, ne? Das bringt gar nichts. Hey, wie willst du mit Parkinson jagen gehen? Das geht nicht. Mit Parkinson. Ist doch wirklich so, ne? Alter. Oh. Das ist schon wieder so richtig schön dumm, ne? Ja. Ich meine, ganz blöd bin ich mit der Waffe auch nicht. Ich meine, ich bin zwar kein Jäger, aber Sportschütze. Und ey, bitte, das Vieh war jetzt 60 Meter weg oder was, ne? Auf 60 Meter so einen Nackler drauf? Ja, warte, da ist ein Geräusch. Ist was? Da ist das Reh, das macht Krach. Warte, da vorne haben wir große freie Fläche. Echt? Oh, wir rennen hier echt rum wie die Assis. Ja, warum rennst du überhaupt? Weil ich das Vieh jetzt auf die große Fläche locken will. Also zumindest es raustreiben will. Das habe ich gestern auch so gemacht. Also ich habe ja gestern schon 20% der Trophäen hier im Spiel. Das war kein Reh, das war Dammhirsch, was du gemacht hast. Der Crew-Simulator war das. Hier ist ein Hase! War nicht drauf schießen jetzt. Okay. Ich wollte schon wieder durchziehen. Ich hab genau gesehen, wie du den Baum geballert hast. Ja, das war voll verzogen. Das war so arsch. So. Da hinten. Jetzt können wir mal langsam runtergehen. Wir scheuchen die Viecher ja sowieso noch komplett auf. Aber wenn es jetzt schon nah am Rand dran ist, dann ist das ganz praktisch. Aber wenn du hier nur am Kriechen bist, das ist echt manchmal ein bisschen eklig. Ja. Also für die Leute, was sie überlegen, sollen sich das Spiel kaufen. Wenn ihr ballern wollt, wenn ihr irgendwo liegen wollt und snipern wollt, wenn ihr Spannung wollt, kauft es euch nicht. Ihr lauft wirklich lange rum. Es ist so ein Spiel, wo man einfach abschalten kann, wo man die Natur genießt und ein bisschen auf die Pirsch geht. Aber es ist kein Spiel, wo man jetzt sagt, oh, ich muss jetzt ballern. Ja. Das und da macht man den Fehler, sobald man ein Tier sieht, und jetzt ballern. besser noch ein Eck näher ran robben, kriechen, reinschleichen und dann einen schönen Schuss setzen, bringt viel mehr wie schießen, fehlen und ja. Arschlecken, ne? Ja, das hat einige auch gestört. Also ich habe ja auch, es war viel Hate-Kommentar da, ne? Und das seht ihr natürlich nicht, weil ich das rausblogge, aber zum Beispiel, kannst du nicht mal ordentlich ballern, gibt's da nicht mal Maschinengewehr und sowas alles. Alter, was ist das für Jäger? Das gibt's bei mir nicht. Meine Community ist voll nett. Ohne Scheiß. Ja, bei mir ist... Das ist so selten. Warte, das ist genau vor uns, das Reh. Warte. Ja. Und Schuss. Sie getroffen? Du stehst im Weg, ich sehe es nicht. Der Schuss hätte eigentlich passen müssen. Immer schaltet er die Lampe an. Ja, hast getroffen. Aber nur Streifschuss. Nee, kleine Blutlache. Scheiße. Muss mal gucken, wo es hingelaufen ist.
Vielleicht sehen wir es nochmal. Ja, deswegen müssen wir das so machen, dass wir beide gleichzeitig am besten draufschießen. Oder einer drauf und der nächste nach. Wo sind die ganzen Spuren jetzt von dem Vieh hin? Das sind überall Spuren. Ach, hier habe ich schon eine Spur. Ich weiß nicht, ob es die ist. Nee, du brauchst die Blutspur. Hast du ein Blut gefunden noch? Ich hatte nur hier vorne. Das war das Letzte, was ich hatte. Dann war es weg. Hier ist das Blut. Ja, ja. Blut untersuchen. Okay, hier geradeaus. Ich stehe auf der letzten Spur drauf. Das leuchtet nichts mehr blau auf, ne? Nee, nee. Vielleicht hat es sich weggeportet oder so. Das ist Cheater. Cheatere. Verdammt. Ich guck mal. Vielleicht finde ich hier irgendwo im Radius noch was. Ah, nee, ist ganz schön viel. Wo bist du jetzt schon wieder? Ich bin noch im Radius von dem Reh eben. Aber komisch, dass das Blut nirgendwo angezeigt wird. Ja, also war nur so ein kleiner Streifer gewesen. Ah, scheiße. Sicher da runtergesprungen in den See rein oder so. Nee, das war nix. Es tut mir leid, liebe Jäger. Er massakriert hier nur die Tiere. Ja, ich wollte ihm Scheitel ziehen. Da müssen wir halt weiter gucken. Aber ich glaube, wir haben jetzt gerade so viel Krach gemacht, dass hier nichts mehr ist. Ist möglich. Ich muss dich erstmal wieder finden, ne? Ja, du siehst doch meinen Namen, oder? Ja, jetzt gerade nicht. Aber ich sehe die blaue Spur. Ja, bei der bin ich gar nicht mehr. Warte mal, warte mal. Ich komme zu dir. Wo geht die Spur hin, verdammt? Ja, die hört auf einmal auf. Ist von hier, also von den Krallenabdrücken her geht sie da vorne weiter. Ja, das aber dann hört sie auf. Das gibt's doch nicht. Irgendwo muss die scheiß blaue Spur weitergehen. Ist ja ein Baum hier laufen. Oder liegt er da hinten irgendwo? Ach, jetzt sehe ich deinen Namen wieder. Warte, da hinten ist eine Spur. Ich hab die Fährte wieder aufgenommen. Ja, hier, okay. Hier ist Blut. Okay. Warte, da hinten war ein Geräusch. Ja, gehender Dammhirsch. Ah, ein gähnender Dammhirsch? Ein gehender. Achso. Oh mein Gott. Schon wieder Jäger. Oh, die Idioten. Die ballern doch immer nur unsere Freunde an. Bist du bei den Windrädern? Nein. Ich sehe deinen Namen bei den Windrädern. Warum gehe ich ganz zu den Windrädern? Verdammt. Weiß ich nicht. Was soll der Scheiß mit dem Namen? Funktioniert ja gar nicht. Deswegen habe ich das ausgestellt. Ich finde das ein bisschen realistischer, wenn man... Da ist das Reh. Nee, das ist ein Fuchs. Aber ein Fuchs geschossen. Na, da schaust du drin, ne? Nee. Wer weißt, wo das hin ist? Das hat hier Spuren gesetzt. Die letzte Spur war irgendwie da vorne, so 15 Meter entfernt. Und dann weg. Ja, und dann 20 Meter später kommt die nächste Spur. Was macht das Vieh für einen Satz? Hier sind noch blaue Spuren. Ja, meine letzte hatte ich, warte, muss mal kurz auf das Handy schauen. Meine letzte. Ach so, hier sagt er, die blauen Spuren gehen da runter. Nochmal. Aber da ist ja nichts mehr. Warte. Wir sind zwei Deppen im Wald, ey. Ja, aber voll, ne? Also hier bei mir ist die letzte Blutspur. Ja, und ich bin von der Blutspur ausgegangen, dann zeigst du dir die Fußspuren in blau an, ne? Ja. Und ich bin jetzt hier Richtung Windräder. Da ist noch eine blaue Spur. Ja, du bist, vielleicht läufst du in die falsche Richtung? Nee, da zeigt dir der Kegel. Da ist die nächste Spur, ich hab's gefunden. Ha. Dann müsstest du jetzt gleich mal zu mir kommen, oder? Nee, ich gehe genau in die entgegengesetzte Richtung. Hier ist wieder Blut. Wahnsinn. Mal schauen. Wo ist die nächste Spur? Müsste auch eigentlich mal viel leiser hier rumrennen und nicht so übelst rumtrampeln. Und, oh, guck mal, da ist die Spur.
Wie so ein Volldepp, der hier irgendwo im Wald rumrennt. Also blaue Spur sehe ich da gar nichts mehr. Ach, hier wieder blaue. Hä? Warum? Jetzt zeig's aber wieder drauf, ne? Na, du kannst doch mit L1 einfach mal das Handy öffnen. Ja. Und da kannst du ungefähr gucken, so der Kegel in die Richtung. Ah, das ist so komisch. Weil die Fußspuren gehen eigentlich da geradeaus, ne? Und der Kegel geht nach links weg. Okay. Ah, hier ist die nächste Blutspur. Ich hab eine. So. So entferne ich mich. So gehe ich dem Kegel nach. Dann gehe ich auch wieder Richtung deinen Namen. Aha. Da oben ist wieder eine Blutspur. So, da ist das Vieh in Langeweile verreckt oder so. Hier sind die nächsten Fußspuren. Wenn ich die jetzt anklicke, dann badabam, geht's da weiter. Okay. So, ab hier geht's mit den Fußspuren weiter. Es ist tot, ich hab's gefunden. Echt, wo bist du? Die Spuren weitergelaufen. Ich bin oben an der Straße bin ich. Wo sind denn hier Windräder? Ja, da unten. Warte, ich komme rauf zur Straße. Aber es ist tot, das ist gut. Ja, es ist gestorben. Trotz geringer, also kleiner Blutung. Aber es ist auch ein Reh, es ist ein bisschen kleiner, ne? Als weil du so Dammhirschball hast, dann ist es ein bisschen was anderes. Ja. Passt, hab's auch gelegt. Gelegt. Ich glaube, wir finden jetzt mal die Straße. Du brauchst doch bloß Handy öffnen. Ja, habe ich ja offen. Achso. Also ich gehe zur Straße, aber da ist ja fast nichts mehr rot. Oh, der sollte jetzt gleich bei der Straße sein. Ja, du kommst mir langsam entgegen. Kannst, ja, jetzt bin ich bei der Straße. Du brauchst bloß Touchpad drücken, dann siehst du, wo ich bin. Nein. Ach, ich sehe die Mopeds. Die sehe ich nicht. Es läuft doch weiter geradeaus. Komm. Bei den Mopeds? Richtung Mopeds? Ja, immer die Straße lang. Okay. Die Mopeds wurden angezeigt, du nicht. Das ist recht merkwürdig. Komisch. Hallo. Ah, da ist er. Hallo. Alter, wenn du springst, das sieht aus. Los, komm hier, dein Schuss. Oh, meine Trophäe abholen, ne? Die ich gefunden habe. Aber da ist der Fuchs. What does the fox say? Also du hast in Arsch geballert. Du kannst das Tier nicht verwerten. Ja, weil ich gerade dranhänge. Also, du hast einen Streifschuss an der Hüfte hinten gemacht. Also oben am Arsch. Okay. Ethik-Bonus da aber 100%. Punkte kriegst du gleich. Ist heute das erste Mal, dass ich das Spiel spiele. Okay, Leute, also bitte. Wir sind noch in der Findungsphase. Ja, wir suchen noch den wahren Zen-Meister. Gut, wollen wir uns so Karren holen oder das Stück weiterlaufen? Wir können da unten auch zu den Windrädern hin, das ist eine Riesenfläche. Ja, aber auf der Riesenfläche weißt du nicht, ob da was los ist oder nicht. Okay. Weil mega. Wir haben es ja nicht mehr weit hier. Ich gehe danach. What does the fox say? Jetzt wissen wir alle, was der Fuchs sagt, ne? Ich hab, sorry, dass ich das nicht aufgenommen habe. Ich habe gestern einen Fuchs erlegt. Weil er stand einfach nur rum, hab was getrunken und er hat sich dann mitten vor mir auf die Straße gesetzt. Und da ist mit Quad drüber. Nee, der hat abgeknallt. Ich dachte mir, naja, wenn er schon so doof ist, setzt sich vor mir hin, dann rotz ich ihn weg. Sorry, dass ich heute nicht so, so sensibel heute bin. Das ist einfach nur, wenn Sari da ist. Das ist mein Einfluss, mein schlechter Einfluss. Da wirst du zum Arschloch hier in dem Spiel. Ja, mein Einfluss. Ja? Es ist so. Dein Quad steht rechts, ne? So, ich wollte jetzt eigentlich da hinten hin. Bist du? Ist deine Karre? Los, komm.
Du stehst beim Baum. Du stehst beim Baum, klappst gegen den Baum und das Quad fährt alleine weg. Wie gesagt, guck bei ihm rein, wenn ihr das sehen wollt. Bei mir ist alles in Alter. Ordnung. Dein Quad fährt echt alleine, du bist nicht drauf. Das ist cool. Oh Mann. Hör auf, gleich rennt mir bestimmt was vor der Karre oder so. Mach dir nichts, du bist noch immer hinten am Baum. Das ist gut. So. Ah, stimmt, hier ist eine schöne große Fläche. Sag ich ja. Wow! Siehst du? Da, jetzt ist er wieder hier, der Kraut. Hast ja. du gesehen? Stell das Gerät mal hier ab und dann gucken wir uns mal ein bisschen um hier. Weil ich hier sollte. Ah, ne, das ist da hinten auf dem Berg, ne? Wo ich hin wollte. Wie? Was? Ah, passt schon. Die ATVs verwirren mich immer wieder, echt. Da passt ja gar nichts. So. Wind steht auch gerade recht günstig. Aber ich glaube nicht, dass hier was los ist. Ich weiß, wir schleichen immer noch nicht, aber... Ah, hier ist eine Spur. Spur untersucht. Dammhirsch. Wähle das verdammte... Ja, jetzt. Was denn du? Hm, passt schon. Übrigens, das ist das Beste zum drüberlaufen. Wegen Steuerung. Da wurde ich auch schon gefragt, weil wenn du links, rechts drückst, das dauert immer viel zu lange, die Waffen auszuwählen. Ihr müsst auf dem Digipad einmal hochdrücken, da könnt ihr schneller durchwählen. Ne? Was ist ein Digipad? Das kleine Teil, wo du die Tasten drücken kannst, hoch, runter, links, rechts. Das ist das Steuerkreuz, oder? Ja, und da hinten ist ein Reh. Ach ja, der kommt, da gehen wir noch ein Stück ran. Das ist immer so arschweit. Ja, nicht zu nah ran, die Windrichtung ist genau zum Reh. Ah, scheiße. Und ich glaube, da hinten ist noch eins, sind zwei. Aber versuch mal ein ganz kleines Stück ran. Wenn du siehst, dass die langsam abdrehen, dann hinlegen. Ich glaube, ich habe so eine ganz gute Position. Warte. Ja, sollte gehen. Nimmst du den hinteren oder den vorderen? Soll ich den hinteren nehmen? Okay, nehme ich den vorderen. Warte, ich sag mir, wenn du schießen willst. Kleines Stück noch. Wir können auch Doublette auf den vorderen ballern, dann ist gleich Ruhe. Mir egal. Dann machen wir beide den vorderen. Okay. Vielleicht wartet der dahintere. So, ich mach den ersten Schuss, danach kannst du ihn draufsetzen. Okay. So, und... Bäm! Drauf, schieß! Einmal im Wald reingeholzt. Das ist so scheiße, wenn du einmal mit dem Steuerkreuz, mit dem Fadenkreuz nicht drin bist. Das ist einfach gelaufen, ne? Da hast du verloren. Du kannst noch Luft anhalten. Ja, drücke ich ja, aber deswegen zappelt er immer noch. Okay. Du hast das sicher schon aufgebessert, oder? Nö, noch nicht. Boah, das wäre, glaube ich, das Erste, was ich aufbessere. Na, hast du nicht schon einen Punkt, den du verteilen kannst? Glaube nicht. Oh, schauen wir mal. Also ich müsste ja eigentlich frontal eigentlich in die Wirbelsäule geballert haben. Mhm, weit wird er nicht mehr kommen, ne? Ich hoffe es. Der Kleine. Da ist Blut, oder? Nee, das ist nur zusammengelegenes Gras. Hä? Hier ist Blut. Oh mein Gott, eine kleine Lache. Wo bist du? Hier unten. Hier. Ach da. Na, dann kann ich auch gleich mal die Fährte aufnehmen. Hier ist Blut. Ja, da ist Blut. Da. Okay. Futtergebiet entdeckt. Weit, oder? Ne, das sind nur die Knödel. Der ist doch nach links abgehauen, oder? Ja, die Knödel. Ja. Da sind nur die Knödel. Sagt man das bei euch so? Nee, aber ich will es nett ausdrücken für YouTube. Ach so. Ach, stimmt ja. Da war ja was, ne? Da war ja was. Lass uns hier nicht die Videos wieder wegsperren, weil wir hier wahllos Tiere erschießen. Ich nehme mal das Handy zur Hand. Gar keine schlechte Idee, ne? Und dann mal wieder eine Spur mitnehmen. War das die hier? Ja, das war die. Normalerweise ist es die, ja. Die sagt aber nach unten. Hä? Ist der wieder runtergelaufen? Wollte der noch einen Schuss haben? Ich glaube, der wollte noch mal eins drauf haben, oder? Ah, das war bestimmt... Der war aus dem Wald gekommen. Genau, der ist ein Stück weiter hochgelaufen. Ey, wir sind echt Pfadfinder hier. So, gucken wir mal.
Das hatte ich gar nicht. Mit dem Handy muss man auch klarkommen, ne? Was? Mit dem Handy muss man erstmal klarkommen. Nö. Also, ich bin da irgendwie. Wo ist denn das blöde Vieh hingerannt? Hier, Spuren. Ching. Diesmal finde ich's. Ach, Blut. Na, ich komm zu dir. Ah, Blut ist wieder runter. Da will ich nicht hin. Ich gehe da. Ah, jetzt sehe ich die Spur auch. Jetzt ist hier. Ja, mit Blut. Wunderbar. Okay. Das ist immer ein bisschen doof, wenn die Viecher immer permanent im Kreis rennen. Da weißt du nicht, in welche Richtung die nur gelaufen sind. Hier ist auch wieder Blut. Ich glaube, ich habe die richtige Fährte. Ja, hier ist auch wieder Blut. Ja, da liegt da. Kann ich jetzt eigentlich reinschauen oder ist es dann weg? Du kannst reinschauen, aber ich dann nicht. Aber ist nicht so schlimm. Guck rein. Sag, wo ich okay. getroffen habe. Trophäe bestätigen. Bam. Du hast... Waffenmunition. Muskelschädel, Kiefer, Kopfschuss. Nicht schlecht. Ja, ist nicht... Effizienzbonus 0%, ne? Ja. Ethikbonus 100%. Verwertung in Folge 40%. Hast 300, 233 Punkte bekommen. Okay, cool. Das sieht, seht ihr, ein Kopfschuss bringt einen Scheißdreck, weil das Ding hat einfach viel zu viel, wo nichts Wichtiges ist im Kopf. Ja, weil die haben auch ein ziemlich kleines Gehirn, ne? Mhm. Also entweder aufs Blatt oder in die Wirbelsäule. Ja. Dann läuft der Laden, ne? Weil Herz und so, das geht da mal ein bisschen am besten. Wo bist du jetzt schon wieder? Ich stehe immer noch hier. Ach, da oben. So total getarnt, ne? Weißt du, das ist sowieso noch ein paar Spuren, die können wir dann mal mitnehmen. Heute sind wir auf Jagdkurs, Freunde. Heute wird kein bestimmtes Tier gesucht, heute wird weggerotzt. Weißt du, wie dumm das aussieht gerade? Weil du schaust aus wie ein Holländer, verdammt. Du schaust aus wie ein alter Opa. Schau mal her. Schau mal ein bisschen nach oben. Du kannst nicht nach oben schauen, oder? Nee, der Kopf bleibt immer so, ne? Ja, ein kleines Stück macht das. Ja, jetzt geht's besser, aber so siehst du aus wie ein Holländer. So richtig weiße Augen. So, okay. Wie sieht denn ein Holländer aus? Ja, wie man einen Holländer kennt, oder? Ich meine, hellblond, weiße Augenbrauen fast schon. Hey, da unten hör ich. Ich seh's, warte. Ach, geil. Bist du bereit? Ja, 1, 2, 3. Nein! Der darf nicht weg, der darf nicht weg. Ich habe, glaube ich, zweimal getroffen. Der erste hat sicher auch gesessen. Ah, da liegt er, oder? Da ja, liegt er schon. Da liegt er. Jetzt kannst du reinschauen. Wunderbar. Alter, ist das eine riesen Blutlache davor. Boah. So, wir schauen mal ganz kurz rein. Geschlecht weiblich, bla 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 bla. Einmal durch den Hals geschossen. Einmal haben wir den Lungenflügel getroffen. Ja, Lunge und Hals. Was habe ich getroffen? Ich habe keine Ahnung, warte mal. Steht da, Sari und Cloud. Wo steht das? Ist rechts. Rechts. Was du getroffen hast, steht der Name nochmal drüber. Treffer Nummer 1, Sari, Hals, ne? Ja. 7% Schaden. Ah, fuck. Und ich habe 100% Schaden auf den Lungenflügel. Okay. Also Lungenflügel rechts. Okay. Hat schon besser gegeben, ne? Das können andere einfach besser. Ja, aber Dublettenschuss finde ich ganz gut. Erstmal, wenn du einmal, geil, ja? Wenn du drauf schießt, dann zuckt er erstmal zusammen und dann kannst du den zweiten hinterher setzen. Und das Gute ist, der hampelt da nicht so rum. Du weißt ganz genau, wie er reagiert. Willst du da vorne zu der Flamme hin oder was? Oder zu einem Blatt oder was das ist? Ja, da ist meistens immer so eine Sammelstelle von den Viechern. Gehen wir mal hin, oder? Ich sag immer Viecher, ich meine von den Wildtieren. Ich habe zu viel Ark gespielt. Da sagst du immer Viecher. Bist schon wieder am Laufen, oder? Hm. Was? Ja, da vorne kann man sich zum Beispiel für einen bestimmten Betrag auch so einen kleinen Stand aufbauen. Ach ja, um 2100 oder so, das ist ja voll überteuert, ne? Es kommt auf den Standpunkt an. Ich habe auch jetzt welche für 250 und sowas gesehen. Okay. Also ich glaube hier, naja, hier ist ja ein bisschen offenere Fläche, da wird das ein bisschen teurer, denke ich mal, sein. Ich weiß nicht, wie die das mit den Preisen hier handeln. Aber ich kann da mal kurz schauen. Der kostet 2100 diesmal. Was bedeutet eigentlich das gelbe Blatt da? Oder das Blatt mit der gelben Umrandung, wo ich jetzt gerade stehe? Moment,
Das gelbe Blatt ist hier Bedürfnisgebiet vom Reh. Ah, okay. Das kannst du, wenn du auf Touchpad drückst, kannst du das angucken. Oh. Oh. Schön, schön. Wir müssten jetzt hier eigentlich alles verscheucht haben. Also ich als Reh... Wäre jetzt weg. Wenn die zwei meiner Kumpels, ne, erstmal weggerotzt werden. Ja, jetzt weggerotzt, ey. Deine Anwesenheit. Ich rede echt höflich mit Knödel und so weiter, ne? Ja, aber wenn du da bist, dann mutiere ich zum sprachlichen Assi. Wenn der Sari da ist, dann werde ich zum Assi, ne? Da kann ich ihm die Schuld geben, passt schon, ne? Immer ist der Österreicher die Schuld, wer sonst, ne? Oh, da, Dammhirsch. Rumpfschrei. Oh. Vielleicht ein bisschen leiser gehen? Jo. Ich gebe ihm mal einen zurück. Der blöde Fuchs macht schon wieder einen Warnruf. Ja, der Fuchs ist ein Arschloch hier. Ja. Sorry. Muss man so sagen. Aber es regnet, das ist jetzt gerade ganz gut. Ich habe jetzt die Spuren vom Reh aufgenommen, das bringt mir gar nichts. Gerade wenn wir jetzt Dammhirsch gesehen haben. Unbedingt, ja. Aber der hält ein bisschen mehr aus. Da müssen wir schon... Ich habe schon das Fernglas in der Hand. So, sind wir gleich hier auf dem Huckel. Ich habe das da hinten immer noch markiert. Jetzt treffen wir ein Tier nach dem anderen. Wir müssen ja ein bisschen an Punkte kommen, dass wir neue Waffen und so uns besorgen können. Deswegen müssen wir hier mal ein bisschen so kleine Actionrunden machen. Also viel. Ne? So, wo ist er denn jetzt? Ja, der kann nicht nochmal schreien, ne? Doch, ab und zu machen sie es. Ich glaube, er hat einfach nur keinen Bock. Der denkt sich, ah, guck, jetzt kommt ein Deutscher und ein Österreicher, das wird doch nicht. So richtige Vollkatastrophe. Am besten ist immer so solche Momente, wenn du hier irgendwo langlatscht, durch irgendein Gebüsch und auf einmal steht der Reh oder der Hirsch genau vor dir. Voll vor der Fresse. Das ist geil. Und du stehst da mit dem Fernglas, ne, und schaffst es nicht in der Zeit, auf Waffe zu wechseln. Warte, ich sehe ihn hinten. Wo ist es denn? Er ist genau über der Bergkante da hinten. Bei den beiden Bäumen, die da jetzt wachsen, die beiden Tannen. Ah, du bist da unten ganz. Ja. Mal gucken, wie nah ich rankomme. Wer kann ja auch robben. Ja, ich will da heute noch ankommen, meine ich. Du, robben ist nicht viel langsamer, wieso geht's? Ah, nee, er hat's gerafft, dass wir da sind. Ich hab ihn noch immer nicht gesehen. Ja, der war genau hinter dem kleinen Berghuckel. Ist er jetzt weggegangen oder was? Er ist jetzt geradeaus runtergegangen Richtung aufs freie Feld. Alter, ist es hier Herbst oder was ist hier los? Ja, immer Herbst. Und die Blätter so richtig schön kross, ne? Wenn man draufsteigt. Super, echt. Geil. Danke, Wildschieß-Simulator, für den schönen Herbst. Oh, ich höre was. Ja, es ist noch mehr Dammhirsch. Das sind ganz viele. Nice. So. Ich weiß jetzt nicht, wo der. Ich auch mal mit Rasenmäher durchhören, ne? Das ist ja erstmal so einen schönen Simulator aufgebaut. Auf einmal siehst du irgendeinen Typen mit hier. Kennst du diese kleinen Traktoren, die so da rumfahren? Ja. Diese Rasenmäher-Traktoren. Voll geil. Ne? War das einer? Ich kann man nicht sehen. Das sind ganz viele. Oh, da unten sehe ich was, aber die laufen jetzt, oder was? Nee, die gehen noch. Also den einen kann ich jetzt schon erwischen. Ich halte jetzt mal drauf. So, ich versuche mal... Auf den, der gerade wegrennt. Ah. Warte, nee. Auf den unteren, komm. Warte. Ich... Ich treffe nicht. Jetzt, oder? Nee, ich bin zu zappelig. Warte, ich hab ihn gleich. Nee, scheiße Magazinler. Nee, fuck. Ich hätte ihn so schön gehabt. Ah, der untere steht noch.
Warte. Glaubst du, ich komm hin? Der, nee, hast auch nicht getroffen. Der letzte Schuss war nichts. Nee. Ey, ich hätte ihn so schön im Visier gehabt, ne? Und dann Magazin leer. Ma, fuck. Boah, ist das ärgerlich. So. Wo du es gerade sagst, ich lade schon mal nach. Und dann setzt an und dann wieder kommt das. Ja, das war jetzt aber auch in der Entfernung, ne? Ja. Oh, die erste. Also zweimal habe ich ihn getroffen, das weiß ich. Der dritte, da ging ins Nichts. Blutspritzer, Knochentreffer. Oh, der kommt da nicht weit. Warnruf. Warum? Zu spät. Zu spät. So. Das sind so die Schnellchecker, ne? Boom. Hey, pass auf. So, boom. Läuft weg. Ich glaube, auf mich wird geschossen. Ah, den hätte ich jetzt so schön im Visier gehabt, ne? Scheiße. So. Sind seine Spuren. Aber wir rennen da auch immer hinterher. Ah ja, den muss es erledigt haben. Ich habe jetzt, ich glaube, zumindest ein paar Knochen habe ich erwischt. Da kommt der nicht weit. Die zwei Vollidioten, an die hier durch den Wald rennen. Ein Glück sind wir keine Jäger. Also ja. In echt. Ne? Hast du die Spur noch? Ja, ja. Wo bist du jetzt hin? Der war links hochgelaufen. Muss ab und zu mal nochmal draufklicken. Hier ist wieder Blut. Ist der jetzt wieder runtergelaufen? Ist der behindert? Der ist hier rüber. Zeigt mir aber hier an. Ich glaube, der hat sich einfach nur wieder im Kreis gedreht oder so. Ich bin ja jetzt hier in den kleinen, neu angepflanzten Wald. Da ist Blut. Ja, ich habe hier oben auch noch Blut. Okay. Jetzt sehe ich keine Spuren mehr. Da vorne sind weiße Spuren, die bringen nichts. Wo ist jetzt die letzte blaue Spur? Hier unten. Ja klar, jetzt zeigst du wieder runter. Ne? Da liegt er. Ich hab'n. Wo bist du? Drück einfach mal Touchpad. Und dann? Dann müsstest du mich da eigentlich sehen. Lauf einfach links. Nach links? Links. Jetzt geradeaus. Siehst du mich? Nee. Ein kleines Stück weiter links. Genau. Jetzt rennst du genau auf mich zu. Ah, du siehst mich auf dem Touchpad. Wenn ich durch Touchpad, dann kann ich dich sehen. Ja. Schön. Da ist schon wieder ein Hase. Spam! Bam, Hase weg. Diesmal darfst du dann gucken. Ja! Bin ich noch auf dem richtigen Weg? Ja. Ist der so weit gelaufen, der Sack? Hier bin ich. Ja, hab dich gesehen. Ja gut, die sehen noch deinen Schuss dran. Also von mir darf der... Nee, ich habe ihn nicht geschossen. Ich geh mal gucken. Sag mal an. Und zwar Muskelhüfte. Und der zweite Schuss Muskel. Das waren 54% und 45%. Und insgesamt, ja, Trophäenwertung 115. Und sonst noch Verwertung in Folge 40. Okay. Also Effizienzbonus und Ethikbonus 0. Auf gut Deutsch. Viel Spaß beim nächsten Mal. Ja, also so im Dreh, du scheiß Tierquäler. Ja, was ist mit dir kaputt? Ja, ich hab da auch drauf gerotzt wie bescheuert. Da waren nur zwei Treffer. Ja. Weißt du, beim dritten dachte ich, okay, das wird das Bein. Nee, das war Bleivergiftung für den Boden. So, wollen wir noch einen? Wir laufen jetzt schon 44 Minuten, ne? Ich weiß. Ist doch nicht schlimm, oder? Nö. Sind halt lange Folgen. Das sind lange Folgen, ja. So. Lass uns ein Vögelchen da oben runterholen. Wir brauchen. Nee. Was? Oh. Ach, ist der Fuchs. Scheiß Fuchs, ja. So, hier ist anscheinend ein Ruhegebiet von den Tieren. Das heißt, es könnte was in der Nähe sein.
Mal kurz gucken. Ne. Mir wurde auch in den Kommentaren erklärt, wir haben ja jetzt so eine Ruhegebiete. Wenn du so auf Touchpad drückst und die Karte so diese lila Bereiche siehst, ne? Mhm. Die verschwinden nach einer Weile und die Tiere suchen sich dann was anderes, wenn du da zu viel rumgeballert hast. Das denke ich mir, ja. Wäre ja logisch, ne? In den Tieren. Also Ruhegebiet ist nicht Ruhegebiet, wenn drin um und umgeschossen wird, ne? Das ist wie so ein Wahnsinniger, der jedes Mal da ankommt und einfach wie wild herumballert. Geil, Ruhegebiet. Aus Prinzip nehmen Krankenhaus auf die Hupe drucken, ne? Weil ihr es verdient habt. Nur für euch ein kleines Konzert. Warte, da hinten ist ein Reh. Da. Wo? Genau. Ach, da unten. Da gehe ich aber jetzt näher ran, ne? Ja, da gehen wir jetzt mal ein Stück näher ran. Da können wir auch in der Hocke, der Wind kommt von vorne. Ich guck, wann... Wir sollten eigentlich bis zu die roten Dinger kommen, ne? Ja, wenn ich sogar noch weiter... Ich sag's dir, wenn es uns langsam mitkriegt, es guckt auf jeden Fall die andere Richtung. Okay. So, und das passt jetzt. Munition ist gefüllt. Das wird jetzt ein Treffer. Ich sag's auch jetzt schon. Das wird ein Treffer. Verdammt! Und nein, nicht voll in die Fresse. Peter Scheinersee. So. Ich glaube, von hier aus sollte es jetzt ganz gut gehen, ne? Von hier aus müsste es sogar gehen. Das sind jetzt so gute 30 Meter oder so. Ach, da kam es jetzt an. Ah, steht auf. Schieß. Okay, wieder genau vorm Hals hin, ne? Du hast es weggerotzt. Ja, ich hab nur einmal. Steht nochmal auf? Ja, der ist nochmal aufgestanden. Ich glaube, ich habe 2 Zentimeter vom Hals hingeschossen. So. Ja, ich habe nochmal erwischt. Ich habe nochmal erwischt. Alter, schießt du immer noch aufs gleiche Vieh? Ja, klar. Sind noch 2-3 rumgelaufen, oder? Nein, es ist genau rechts neben dir vorbeigelaufen. Was? Ja. Ist der bei dir oben? Ja, der war neben dir vorbeigelaufen. Alter. Also kauft euch die Bro, ne? Warum? Ja, ich hab da kein Reh gesehen. Das Vieh war hier unten, ne? Ja, ist dann auf eine Seite hochgelaufen. Ah, das Vieh muss jetzt sterben. So wie ich da jetzt draufgehalten habe, ey, das ist ja unnormal. Ah, da unten waren ja auch noch welche, aber die sind jetzt. Ah, ich habe gefunden. Und was sagt er? Warte. Alter, der liegt aber auch hier, ne? Wo bist du? Ich bin unten am See. Achso, warte mal. Der erste Schuss. Ja, ich habe alle 3 Male getroffen. Der erste ging überm Kopf drüber. Okay. So, ich habe einen hinten. Also, ich sag mal vor. Erster Schuss, nee, der erste Schuss war ich, Muskel. Der zweite war auf den Schenkel, Hüfte, rechts zerstört. Und dann habe ich den Lauf auf der linken Seite noch zerstört. Alter. Ich sage ja, ich war Zentimeter zu weit vorne. Trophäenwertung 0, Effizienzbonus 0, Ethikbonus 0, Verwertung in Folge 20%. Wow. Also, das Vieh war einfach nur zerpflückt, das tut mir richtig leid. Ja. Sorry. Ja, das ist eine Chaosfolge, Freunde. Tut mir leid. Also, man muss ja, ne, auch mal den Sportsgeist eines Österreichers mal wecken können, ja. Das habt ihr gesehen, das kann man auch wie ein Shooter spielen. Ich bin schon wieder auf Jagd, ne? Hast schon wieder was? Ja, die laufen zwar alle, aber ich pirsch mich an. Ah, ich komm zu dir. Ich bin ganz unten, also du siehst mich eh. Ja, ich seh dich. Du bist gute 2,5 Meter von mir entfernt. Und da hinten, ja, ich sehe auch die Dammhirsche. Ich komme mal von der anderen Seite. Der Dammhirsch warnt jetzt von oben, aber die Spuren gehen da rein. Ich komme mal von oben ran.
Drei Schüsse auf der Ah, ich sehe da was. Ah, voll im Arsch ist scheiße, ne? Aber hinten in der Wirbelsäule geht. Warte mal kurz. Ich versuche mal von oben zu kommen. Erscheinen. Alter, ruhig. Verdammt. Nee, nee, nicht drehen, nicht drehen, nicht drehen. Oh, du bist da unten. Ich bin jetzt hier oben auf dem Berg. Das ist echt zu zappelig, ne? Wo ist das Vieh? Da drüben ist er. Nee. Den hätte ich jetzt ohne Visier noch wegbalzen können, ne? Bam. Wow, da springen zwei, drei rum. Der muss gesessen haben. Wo ist das Blut? Ich sehe da nichts in das scheiß Gebüsch. In welche Richtung sind sie gelaufen? Die sind Richtung, warte mal, ich schau mal, Richtung Süden. Okay. Da müsste sie eigentlich jetzt in meine Richtung kommen. Also von dem kleinen Strand hier, von dem kleinen See, Richtung Süden. Da. Ich hab den Warnruf gerade hinten gesehen. Ich finde das Blut nicht. Da muss Blut sein. Vielleicht daneben geballert. Nee, der ist genau vor mir gestanden. Das geht nicht. Ich gehe jetzt einfach mal den Spuren nach. Einige leuchten hier noch blau. Vielleicht ist das ja mein persönlicher Freund. Ah, der zappelt so rum mit der Scheißknarre. Das ist Wahnsinn. War so schön angesetzt. Ach, da liegt's! Rasten. Ja, weit ist er nicht gekommen. Arschloch, Wichser, Hurensohn, deine Mutter hatte schon. So. Ach, ein Glück kann ich das jetzt immer rausschneiden. Ach ja. Jetzt kommt er, ne? Muskel, Lungenflügel rechts, 99%. Ah. Effizienzbonus 85, Ethikbonus 100, Verwertungsbonus in Folge 40. 375 Punkte. Nicht schlecht. Was ist das da? Das war fett. Das war fett. Ah. Oh, das, hey, das Laub ist so laut beim Wind. Das ist ekelhaft. Ja, das ist wie im Wald. Ja, wenn es so im Wald tut, ne, dann ist ja ein bisschen übertrieben. Ja, da musst du in den deutschen Wald kommen. Da ist es auch laut. Ja, weil die Autobahn durchgeht, ne? Ja. Na gut, Freunde. Das war's eigentlich schon. Also, schon ist gut, ne? Fast eine Stunde. 52 Minuten, nice. Aber, oh, ich find's geil. Es macht echt Bock, ne? Also, man könnte jetzt stundenlang einfach weiterspielen. Ja. Also und sogar, wenn man kein Vieh findet, dann denkt man sich, so ein Scheiß-Game. Aber ich muss jetzt weiterspielen, weil ich will ein Vieh finden. Das ist wirklich extrem. Ja. Wirklich. Aber ich feiere das Spiel hart. Ja, absolut. Macht wirklich gut. Wenn ihr noch mehr solche Simulatoren kennt auf der PlayStation, dann sagt mal Bescheid, was auch noch cool ist. Aber gerade Open World und so, das fetzt schon. Schleicht er sich da ran. Ja, wo war das? Was denn? Oder warst du das? Das bin ich. Stehst du vor mir? Nein, ich komme jetzt auf dich zu. Von rechts. Ach, da bist du? Ne, da unten ist gerade was gelaufen. Da ist ein Reh. Ich seh's nicht. Es springt da rum. Links von dir. Ach ja. Hier ist es. Ja, nice. Alter. Schau, wer springt. Schau, da kommt noch einer, Treibjagd. Das Ritter wie ein Bekloppter da vorne hin. Nee, was hab ich? Oh, der ist mir rangegangen. Ich hab den Bock nicht ausgerüstet, scheiße. Was macht der denn, Vieh? Das rennt aber noch rum. Alter, das greift dich an. Ja, das geht mich voll an, ne? Schau mal. Hä? Ich müsste fast die Visierung runternehmen, ne? Aua! Scheiße, der geht mich voll an.
Scheiße! Bambi, was ist mit dir? Ich hab deine Mutter nicht getötet, das war Kraut. Wird von Rehen angegriffen hier. Stopp doch mal jetzt! Ja, getroffen. Der stirbt nicht. Was sind das für Viecher? Boah, da ist er wieder. Schaut, die laufen beide noch rum. Jetzt liegt einer. Der zweite. Nein, jetzt ist hier wieder aufgestanden. Oh Gott, es kommt zu mir. Ich bin fast tot. Ein Treffer noch und ich bin tot. Ohne Scheiß. Alter, was ist mit den Vierern los? Guck, es lebt immer noch. Ja, klar. Schmioli am Baggersee, ne? Das ist wie Tontauben schießen hier. Ach, die Glock auswählen, oder? Die Pistole. Ja, weiß ich jetzt nicht. Du musst erstmal eine haben. Okay. Ja, was ist mit ihm? Voll paralysiert, das Vieh. Ja, aber das ist doch... Alter. Du nimmst doch sicher Krokodil. Was ist denn, ne? Jetzt ist das andere jetzt weg? Eins ist jetzt gestorben. Ich hab Angst. Ich bin fast tot, ohne Scheiß. Boah, ich guck mal, was das Vieh für Treffer jetzt überall hat. Also, ich habe jetzt im Muskel getroffen. Ich da liegt auch eins. Muskel in Hüfte und nochmal Muskel, nochmal Muskel, Alter. Habe ich das auch getroffen? Nee. Ja, das hast auch nur du getroffen. Hä? Wo habe ich getroffen? Muskel. Das ist voll scheiße, ne? 60% Verwertung, sonst gar nichts. Aber dann muss noch eins sein. Ich habe ja auch getroffen. Ich habe nur die Beden gesehen. Alter, was war das für ein Massaker eben? Und die Viecher greifen ja noch dich an. Alter, ich habe jetzt genau noch ein bisschen übers Plus leben, ne? Leute, das ist die Tollwut. Ist hier nirgends so ein Hügel oder was, wo ich runterspringen kann? Da kann ich auch zeigen, wie man stirbt. Nee, ist nichts rum. Der Stein reicht nicht. Ja. Okay, wo bist denn du? Ich bin neben dir. Ja, schon wieder keine Munition, ne? Ein Kraut vor der Linse und wieder keine Munition. Verdammt! Schau jetzt auf. Das war wieder gefehlt, ne? Ich bin aus Stein. Voll in die Nase. Schau, jetzt hat er eine schwarze Nase. Jetzt wisst ihr, wer der schwarze Peter ist, ne? Okay. Ja, das war's für diese Folge. Mit krassen Ende, ne? Wer hätte das erwartet? Ja, in den letzten Minuten auch noch gerade. Und zum Abschied noch einmal für euch. Okay, einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Euer Sari und Cloud. Ciao. Ciao, ciao.